Schnibbel die Stopp und hallo die und herzlich willkommen zum The Evil Within mit mir in der MFK-Reihe, zum The Evil Within, höhö. Am Samstag in Kapitel 7 anfangen, ihr habt nichts verpasst, ja, so geht das direkt weiter. Das kam aus der Nähe. Du musst bei mir bleiben, das geht nicht anders. Sind hier unten drunter wahrscheinlich. Kartenfragment. Es wird übrigens wieder nur zwei Einzelfolgen geben. Hey, Joseph. Geht's dir gut? Ich habe halt momentan keine andere Möglichkeit. Hier liegt schon wieder so viel Zeug rum. Streichhölzer feier ich. Können ja jetzt relativ lange laufen. Folgen kommen jetzt um 10, ja, und nur noch zweimal einzeln statt doppelt. Joseph. Sebastian, hast du schon mal den Drang verspürt, einfach zu springen? Von ganz weit oben. Oder wenn die U-Bahn kommt. Stell dir vor, du spürst diesen Drang eine Minute lang. Dann zwei Minuten. Du hast es jetzt schon dreimal bekämpft, Joseph. Du bekommst das in den Griff. Du hörst nicht zu. Ich habe keine Angst, es zu bekämpfen, Sebastian. Ich habe Angst, es nicht mehr beenden zu wollen. Ein Teil von mir will sich verwandeln. Ich weiß nicht. Und ich kann es auch nicht erklären. Es reicht tiefer. Es ist ein Instinkt. Und er wird stärker. Kapitel 7, der Wächter. Und wir sind wieder irgendwo im Nirgendwo angekommen. Falsche Taste gedrückt, tut mir leid. So eine behinderte Scheiße. Ich sollte schnell meine Partner wiederfinden. Ja, das solltest du wohl. Mal kurz aufs Waffenarsenal eingehen.
Keine Munition für nix gefühlt. Haben ja zuletzt zweimal gegen diesen flauschigen Hund da kämpfen müssen. Naja, beim zweiten Mal sind wir hingelaufen, haben die Brille aufgesammelt und haben uns wieder verpisst eigentlich. Hier ist Leslie, ich hab den schon gehört. BTF! An so einer Stelle kommt dann wieder so, was zum Henker? What's going on? Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Ja, da kriegen wir wieder Teile. Einzelteile. Zwei Stück. Ich glaube, dieses gruselig aussehende Bild. Gruselig aussehende Bild. Da müssen wir... Wenn hier schon wieder so viel Munition liegt, werden wir das benutzen. Man hört's. Und wir werden das Teil dafür benutzen. Muss ich gar nicht nachdenken. Da hört man die. Man hört die doch schon von hier aus. Ohne Kotze, ey. Bin mal gespannt, wie viele da sind. 1, 2, 3. So viele werden es auf jeden Fall nicht sein. Oder es sind einfach total viele. Man hört es ja irgendwie. Vorne dreht sich um. Mal gucken, wenn der jetzt hier näher kommt, werden wir den aufstechen, aufpieken, wie auch immer. Und uns dann ein leichtes Spiel für den machen. Okay, der kommt gar nicht so weit. Inzwischen kann ich lange laufen. Mit. Ja, du Sau. Au. Mir doch eine Axt. Na komm her. 3, 2, 1. Genatzt, du Sau. Genatzt. So, inzwischen ist die Pistole ganz, ganz hilfreich, ja. Auch, dass wir die Falle hier benutzt haben für die Psychos. War jetzt nicht so schlecht. Jetzt haben wir mal wieder eine Spritze. Jagen wir uns direkt mal rein. Viel Munition haben wir nicht. Aber das dürfte reichen. Und haben wir noch Schrotflinte, Scharfschützen, hier habe ich komplett. Munition alle? Ja, komplett leer. Puh, haben wir noch eins. Eins elektrisch, eins frierend. Nicht viel.
Ehrlich gesagt eher nix. Das war eigentlich keine blöde Idee von mir, die dann so in die Falle zu locken. Ah, ich habe nicht genug in die Falle gekriegt. Machen wir mal Laterne an. Ja, schade. Vielleicht auch Gott sei Dank. Sehr schön. Zwei Kugeln. Für das gute Scharfschützengewehr. Wenn ihr übrigens Spaß an den Folgen habt, dann schreibt mir das bitte. Ich brauche momentan irgendwie so einen kleinen Motivationsanreiz irgendwie für Evil Within. Zum Aufnehmen. Und wenn euch das dann auch keinen Spaß macht, und momentan ist das für mich nur lästig, das aufzunehmen, dann würde ich auch mal ein bisschen länger pausieren von Evil Within. Bis ich dann die Zeit dazu habe. Da war eine kleine Ratte. Und, ja, hier im Hintergrund hört man irgendwo einen Fernseher von den Nachbarn. Ist das hinter uns? Gehen wir zuerst hin. Okay. Ich habe gerade schon Panik gehabt. Ich bin ehrlich. Aber ich bin auch ein leicht zu erschreckender Mensch. Aus dem Grund zwinge ich mich immer wieder sowas zu spielen. Genauso wie ich Horrorfilme am Fließband gucke. Ich habe ja auch Alien Isolation gespielt. Aber ihr wollt gar nicht wissen, ist noch schlimmer wie bei Evil Within gewesen. War die Panik riesengroß bei mir. Scheint locker zu sein. Altes Steinrelief. Dieses Steinrelief wurde aus einer Steintür ausgebrochen, wo es scheinbar die Funktion eines Schlüssels hatte. Oh. Damit müssen wir wohl gleich arbeiten. Ich habe gerade schon wieder gedacht, ich höre wieder Geräusche, ey. Gott im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Und so weiter, ihr kennt den Quatsch. Da ist noch eine. Ich hoffe, ich habe euch eigentlich gut genug Sachen erkundet. Klar, ich habe manchmal Räume stehen gelassen. Also ganz, ganz selten. Aber eigentlich habe ich immer alles erforscht. Eigentlich. Notiz aus Katakomben. Hilfe. Das menschlich stampfen. Er kommt. Ich renne weg, aber er folgt mir. Gott, hilf mir. Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Oh mein Gott. Nein! Wenn ich sowas schon lese. Ja, ich mache die Lautstärke des Spiels. Meine Oktave runter. Boah, ich hab Panik. Ich hab Panik. Gott sei Dank ist hier ein Kontrollpunkt, Mama. Mama! Michi ist ein Feigling. Euer guter Nefgara ist ein Weichei. Ach du Scheiße. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ey, wenn wir so viel Munition kriegen, ist das ein total schlechtes Zeichen, ja? Will nicht. Mit Kontrollpunkt. Ich will nicht zum Quadrat. Er wird doch 100 Pro gleich rausgelassen und auf mich losgelassen. Ich spür's doch im Urin schon, ey. Und er läuft mir schon eiskalt runter.
Das höre ich, das höre ich. Oh Gott. Sei Dank, Mann. Lillys Geburtsanzeige. In Liebe begrüßen wir Lilly Löw Castellanos, geboren am Dienstag, den 18. Juli 2006 um 9.56 Uhr. 3,31 Kilogramm schwer, 35,5 cm groß. Wir sind so stolz auf dich, Sebastian und Mia Castellanos. Gott sei Dank gibt es hier eine Möglichkeit zu speichern, bevor wir wieder die Psychokacke in uns reinsaugen müssen. Der besorgte Typ also. Verwirr mich nicht. Katakomben entdeckt. Katakomben unter Kirche entdeckt. Pastor sagt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wer trägt Verantwortung? Bei den Reparaturen des eingebrochenen Bodens entdeckten Arbeiter einige Tunnel unter der Kirche von Cerda Hill und behaupten, Mumien gesehen zu haben. Die Kirchengemeinde verweigert Historikern den Zutritt mit der Begründung, dass dies eine Entweihung der Kirche gleichkäme. So ein Quatsch. Besorgte Typ also. Warum ist die Tür hier zu? Die ist doch sonst immer offen gewesen. Ich sag's ja immer wieder, Gott, Herr im Himmel! Ja, wir können unsere Sprintdauer nochmal erhöhen, ja? Das wäre dann 8 Sekunden laufen. 8 Sekunden, könnt ihr euch das vorstellen? Ja, aber erstmal vielleicht Pistolenschaden. Sieben! Eine Kugel mehr. Yeehaw! An der Stelle. Da kommen wir 15. Transportieren hier. Die kommt auch, die droppt auch relativ häufig. Das nehmen wir auch mit. Und ansonsten könnten wir noch den Schadensmultiplikator nach oben mal nehmen. Da tue ich aber nicht. Bald die restlichen Punkte. Für die Harpune auf Max. 50.000 würde das kosten und dementsprechend brauchen wir auch noch einiges an Pünktchen. Lass mich speichern. Ich weiß, warum die Folge, warum Kapitel 7 der Wächter heißt. Warum meistert wohl der Wächter? Warum wohl? Wir müssen bestimmt vor dem Typen gleich abhauen. Boah, ich kotze, wenn ich schon dran denke. Ich will nicht. Gott sei Dank können wir 6 Sekunden lang rennen oder so. Ich hätte vielleicht nochmal auf Rennen. Heilige Scheiße, ey. Der Zack stückelt uns doch gleich. Guckt euch das an. Es gibt hier drei Möglichkeiten, wie wir das einsetzen können. Wir gucken uns gleich mal unser Puzzle an. Es gibt hier zwei dicke Tore. Oh, nee. Passt. Hätte ich nicht reintun sollen. Scheiße, ey. Ich geh mir denn zuerst. Ihr habt da schon im Hintergrund was gehört. Ich geh nochmal zurück. Die können wir nämlich jetzt mitnehmen. Gott, scheiße. Gott, ich hab Angst. Ich bin ein Weicher, wie am Buche steht. Es ist wohl unschwer zu erraten, dass wir drehen müssen, damit das Gift nicht mehr rausströmt. Buhu. Will ich da überhaupt rein?
Gott, scheiße. Oh, my fucking God. Oh, je. Yeah. Oh.